Hi, wir sind Human und ihr schaut Crop Magazine. Mal wieder vier junge Herren hier neben mir sitzen zum Interview. Und zwar sind es vier Fünftel von Newman. Genau. Und ja, ich dachte, wir machen es uns jetzt hier so ein bisschen gemütlich, weil so ein Interview so ganz spießig und steif machen wir nicht. Ne? Wir bestellen jetzt hier ein Bier, weil es gibt hier, wie ich gehört habe, ganz wunderbar selbstgebrautes. Und dann nehmen wir doch einfach mal eine Runde für fünf. Ne? Und wir starten, während der junge Herr das da zapft, starte ich mit der ersten Frage. Und die wäre, ja, was gibt es Neues von uns, von euch, von uns sage ich schon, von uns hier nicht, aber von euch. Ja, was habt ihr da für uns gerade? Wir haben eine neue EP rausgebracht, gerade vor 2 Wochen, oder so? Ja, 2 Wochen. Genau, 5 Songs haben wir schon letztes Jahr aufgenommen. Und ja, damit sind wir halt jetzt auch mal hier. Wir waren gestern in Hamburg und was gibt's sonst Neues? Neues Video haben wir. Ja, wir haben ein neues Video. Ein sehr, sehr schönes neues Musikvideo gedreht, was sehr zu empfehlen ist. Du sagst, ihr habt eine neue EP am Start. Ihr habt letztes Jahr euer erstes Album rausgebracht. Warum habt ihr euch dazu entschieden, jetzt nur diese verkürzte Form von Platte zu machen und nicht zu sagen, wir warten jetzt noch einen Moment, bis wir ein ganzes Album vielleicht füllen können? Das hat sich so ergeben. Wir hatten ja letztes Jahr das Album rausgebracht, wie du schon gesagt hast. Und wir hatten aber schon viel Material irgendwie so zusammengetragen von neuen Songs und hatten irgendwie so die Idee, mal irgendwie so ein Experiment zu starten, dass wir irgendwie unser ganzes Zeug nehmen und irgendwie so in die Walachei fahren und dann da irgendwie uns eine Woche einnisten und letztendlich 5 Songs aufnehmen, die aber auch in dem Sinne auch etwas anders sind als das Album, weil es komplett 5 Songs sind, die komplett chorusfrei sind oder refrainfrei, wie man so schön sagt. Und das war so ein kleines Experiment für uns und ist so als Zwischenschritt wahrscheinlich zur nächsten Platte zu sehen, weil das ganz gut den Bogen spannt von dem, wo wir herkommen und wo wir wahrscheinlich hingehen, und wir hatten einfach Spaß, das dann rauszubringen. Was unterscheidet jetzt, abgesehen davon, dass es ganz unterschiedliche Songs sind, was unterscheidet jetzt diese EP von der von dem Album, was ihr davor gemacht habt? Inwieweit hat sich auch vielleicht euer Sound weiterentwickelt oder in eine andere Richtung vielleicht auch entwickelt? Ja, ich denke mal, es hat sich einiges weiterentwickelt, was ich angedeutet hatte mit der letzten Platte, und das war ja auch unsere Grundidee, dass wir sozusagen vielleicht wirklich uns noch mehr fokussieren auf wirklich die Sounds, die wir benutzen wollen. Das könnte sagen, sie ist psychedelischer geworden, die Platte, sie ist von den Songstrukturen offener, aber gleichzeitig auch iterativer, also wiederholender. Sie ist reduzierter, denke ich, auch vom Soundspektrum. Also man hat wirklich so einen Kristallisationsprozess durchgemacht, dass man wirklich die Bestandteile verdichtet hat, die man wirklich weiter verwenden will, und die, wo man jetzt sagt, okay, das war jetzt sozusagen unser Debütalbum, die haben wir dann nicht alle Bestandteile mitgenommen, ja, uns einfach konzentriert auf das Wesentliche. Bevor ich jetzt die erste Frage stelle, können wir ja mal anstoßen hier, ne? Prost, schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns sehr. Cheers. Sehr schön. Schmeckt ganz gut, ne? Kann man trinken. Ja, ihr klingt ja sehr nach 80er Jahren, wo, also so diese ganzen Synthesizer-Sounds und auch die Gitarre, wo kommt diese, ja, diese Liebe zu den 80ern her? Ich habe auch gelesen, ihr seid, eure Vorbilder sind Sonic Youth und Velvet Underground. Wo kommt das her, dass ihr das sagt? Also, dass ihr da so in die Richtung gehen wollt? Ich sag mal, so einen ersten Satz ist, ich habe eben vorhin gerade eben auf der Fahrt von Hamburg drüber nachgedacht, als wir diesen Bericht auf der BBC gehört haben über Musikentwicklung und Entwicklung der Popmusik. Ist ganz interessant, weil wir mögen auf der einen Seite halt irgendwie genau diese Zeit, wo wir alle so geboren worden sind, und irgendwie die Zeit, wo wir groß geworden sind, sehr stark, ja. Also teilweise, also gerade jetzt zum Beispiel bei uns beiden, aber natürlich auch so Sachen bei Velvet Underground, die aus den 60ern kommen, ne?
Und wir finden das irgendwie ganz cool. Also für meinen Teil kann ich sagen, dieses einfach immer dieses Neusige, ja, was es bei Velvet Underground oder auch bei Sonic Youth gab. Und in den 80ern, was dazu sagen? Ja, ich glaube, das hat eher viel damit zu tun, dass wir uns wirklich an den frühen 80ern orientieren, weil wir die Zeit sehr interessant finden, weil du eine Zäsur hattest, die du vorher in der Musikgeschichte eigentlich nur mit der Erfindung der E-Gitarre hattest, nämlich du hattest die Erfindung des Synthesizers, ja, und wir finden es sehr interessant, inwiefern sich dadurch die Musik durch eine neue Technologie einfach gewandelt hat, ja, und deswegen sind wir, glaube ich, auch sehr auf die frühen 80er Jahre fokussiert, weil wir finden, dass es eine Art Zäsur war, diese Zeit, ja. Aber das umspielen wir natürlich auch kritisch, diese Vorstellung einer neuen Musik. Auch mit unserem Namen. Wir werden auch sehr oft gefragt, okay, denkt ihr, ihr seid die neuen Männer? Nein, genau, das Gegenteil ist der Fall. Also das ist, mit unserem Namen wollen wir eigentlich eine Paradoxie aufzeigen. Das ist uns immer ganz wichtig. Also wir denken gar keinen Fall, dass wir neue Musik machen. Das Gegenteil ist der Fall, weil unser Name ist ein Spiegelbild sozusagen auf die gegenwärtige Zeit. Wir denken, dass wir eine Art... Ja, man kann es als Post-Histoire bezeichnen, das heißt eine Zeit nach der Geschichte, ja. Das heißt, wir im Endeffekt, wir verhandeln diese Situation, dass im Endeffekt alles noch retrospektiv gedacht wird. Die neue Fanta sieht aus wie die von 1980, ja. Wir umspielen diese Idee und wir wollen das einfach sichtbar machen, diese Paradoxie transparent machen. Das wollen wir umspielen. Wir machen keine neue Musik in dem Sinne. Natürlich machen wir unseren eigenen Einschlag da drin, aber wir umspielen diese Vorstellung des Neuen, weil wir denken, das ist eigentlich ein Paradigma, der nicht mehr haltbar ist in unserer Zeit. Das Neue ist im Endeffekt nur eine Rekombination, aber nicht mehr wirklich was Neues. Ja genau, also im besten Fall spielen wir so eine Neukombination. Genau, und wir wollen das irgendwo auch brechen, diese Vorstellung des Neuen, was weiterhin dominant ist, weil wir sagen, das kann man eigentlich nicht mehr haltbar, es ist nicht mehr haltbar, diese Vorstellung des Neuen. Ja. Genauso wie des Männlichen, ja, das wollen wir natürlich auch dekonstruieren und demontieren, diese ganzen Männlichkeitsrockkulte, ja, das finden wir alle wirklich mega zum Kotzen, ja. Und das wollen wir natürlich auch immer wieder brechen, ja. Ja, sehr schön. Eure Songs haben sehr viel Energie, aber auch immer so ein bisschen, oder viele von denen auch immer so ein bisschen melancholischen mit, da schwingt immer so ein bisschen was Melancholisches mit. Wo kommt das her, was würdet ihr sagen? Von mir? Warum bist du so ein melancholischer Typ? Das klingt jetzt nicht wirklich nach mir. Also ich bin in irgendeiner Weise natürlich irgendwie nachdenklich und sowas ist natürlich immer, hat so einen melancholischen Touch irgendwie. Weiß nicht. Ich glaube auch bei uns, wenn wir mit Gefühlen arbeiten, sind es immer auch nur, soll ich sagen, eine Art Zeichensprache. Also das ist uns auch wichtig, dass wir im Endeffekt Art Chiffren auffassen und die dann verarbeiten. Also wenn wir jetzt einen traurigen Song haben, sage ich jetzt mal, dann ist es nicht unbedingt, dass wir jetzt da irgendwie mit der Melancholie rangehen, sondern wir verhandeln da irgendwo auch nur so Zeichen, die auf uns einwirken. Ja, also das ist nicht unbedingt jetzt unsere persönliche Emotion, die jetzt reinfließt. Also Emotionen, da machen wir uns eigentlich frei von. Das ist alles eher so Meta-Ebenen, sage ich jetzt mal. Obwohl die jetzt auch nicht ganz weg ist. Nein. Also um Gottes Willen, also wenn der Joel jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Song wie After Soon schreibt, dann ist natürlich auch irgendwo kommt er ja her, ne? Ja. Und aber trotzdem ist es ja künstlich, in dem Sinne nicht der kompletten Wahrheit entsprechend. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ja. Genau, oder? Das kann man so sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt was komplett erdachtes ist. Wir schreiben ja kein Musical. Also ja, wir stellen es da nicht hin und sagen, ja, die Welt ist so traurig oder ich gebe jetzt meine Gefühle kund und meine Befindlichkeit. Das ist wirklich keine Emo-Musik. So. Vielleicht fast eher noch so, keine Ahnung, so ein bisschen das Ergebnis auch irgendeiner gewissen gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Aber ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass das so bewusst eine Melancholie ist oder eigentlich auch, oder dass das so was bewusst Emotionales ist, sondern das ist eher so das Ergebnis, keine Ahnung, über sag ich mal, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Sind ja auch nicht aus, also sind ja jetzt nicht traurige Songs, sondern immer so einen gewissen, ich finde, so ein bisschen erinnert es an Spätsommer, dass man so denkt, ist ein schöner Tag, aber der Sommer ist halt demnächst auch vorbei. So. Ja, das ist schön, ja. Ne? Finde ich auch. Wie würdet ihr eure Musik kurz beschreiben, wenn ihr jetzt so ein, vielleicht ein Schlagwort sagen müsstet? Nee, fällt nichts ein. Die Augen aufs Große, den Großen aufs Auge. Ja. Martin? Ja, wie will man das in einem... Ja, nee, weiß ich nicht. Was sollen andere beschreiben? Ich weiß es nicht.
Fällt einem wahrscheinlich auch am schwierigsten, selbst dann einen Namen zu finden. Es gibt ja so bestimmt so einen Fragenkatalog irgendwo, den alle mal abfragen. Nein. Nee, genau, das ist ganz häufig ist der Fall, dass das versucht wird, Musik in wenige Worte zu packen, obwohl das irgendwie zwei unterschiedliche Medien sind irgendwo, ja. Also man kann Assoziationen geben, das geht. Also ich glaube, das ist einfacher. Also ich finde zum Beispiel, dass viele Songs, auch gerade die neuen sehr glitzern, sind sehr kristallin, ja. Das würde ich jetzt einfach so als Assoziation nennen, aber da hört es dann schon auf. Ja, wir stehen zum Beispiel oft im Proberaum und reden über Glitzer und Farben und so. Und ganz besonders ich versuche das dann immer so zu verdeutlichen, was ich dann damit meine, ja. Also das ist dann immer so. Ja, verbildlichen, ja, genau. Aber trotzdem, man darf jetzt sich auch nicht so sehr von Genres irgendwie Angst haben oder so. Also wir würden schon so sagen, dass wir irgendwie so Wave-Musik machen, die so ein bisschen natürlich irgendwo auch independent ist und nicht versucht, dem Mainstream-Geschmack hinterher zu eifern. Ja, das kann man schon sagen. Ihr seid zu fünft. Ist es da manchmal schwierig, sich einig zu werden, jetzt zum Beispiel auch, welche Songs schaffen es auf die Platte? Oder seid ihr da so ganz demokratisch und da wird dann halt einfach abgestimmt? Ja, nee, wir sind überhaupt nicht demokratisch. Nee, Quatsch, aber ich glaube, also meistens ist es schon so, dass sich ja auch die ganzen Songs dann in so einem Prozess irgendwie entwickeln und dann erarbeitet man die Sachen ja auch zusammen und da kommt schon auch so ein bisschen raus, wo irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Kompromiss mal besser geklappt hat und wo nicht oder wo auch einfach die Mehrheit dann auch einfach zufriedener ist mit dem Song oder so. Ja, es ist jetzt nicht so, keine Ahnung, dass wir dann am Ende, also ich meine, es gibt natürlich dann auch mal irgendwie differente Positionen, wo wir uns auch die Köpfe einhauen, aber irgendwie kriegen wir es dann schon. Meistens arbeiten wir dann auch, wenn uns ein Song meistens nicht gefällt, dann arbeiten wir noch dran und wenn es dann halt irgendwann nicht klappt, wird er auch verworfen, aber es ist dann eigentlich die Sachen, die dann auch mal fertig sind und denen wir dann auch zufrieden sind, die sind dann halt auch so für uns gut. 80er Jahre, also wenn ihr so in Richtung 80er Jahre Musik macht, die haben ja auch so einen gewissen Look. Wir sind ja auch ein Modemagazin hauptsächlich. Seid ihr so Menschen, die interessieren sich dafür oder seid ihr eher so, ich greife halt jetzt mal morgens das, was gerade so rumlag? Naja, es liegt ja nur das rum, was einem auch gefällt, ne? Also das ist ja der Vorteil. Man achtet da schon so, ist schon ein bisschen schwierig. Also ich finde, also Mode ist was Großartiges, aber ich für meinen Teil kann jetzt nicht behaupten, ich mich wirklich sehr mit beschäftige. Also ich finde, es gibt großartige Designer, es gibt auch großartige Stücke, die wirklich auch die Gesellschaft beeinflusst haben, aber also ich glaube jetzt so aktiv für uns hat es nicht so eine Bedeutung, ne? Also ja, es ist auch irgendwie sowas, was irgendwie automatisch passiert oder irgendwie unterbewusst, weil man, also Mode ist ja auch von Design und von Ausdruck irgendwie und schlägt sich dann auch in dem nieder, was man anzieht. So, ja? Genau. Ja, klar, also sie trägt ja auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit so ein bisschen nach außen, ne? Also jedenfalls auf den ersten Blick und dementsprechend, ja. Das ist unterbewusst, also wir haben eigentlich noch nie darüber geredet. Also wir haben zum Beispiel noch nie da gestanden und gesagt, wir müssen jetzt das auf der Bühne anziehen. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Irgendwie sowas Konkretes zu sagen. Also ich stehe halt auf bestimmte Stoffe irgendwie. Also wenn es halt irgendwie Baumwolle ist oder Seide, mag ich total gern. Und so natürliche Fasern halt einfach, sowas finde ich einfach angenehm zu tragen irgendwie. Und halt auch ohne irgendwie so Aufdrucke und sowas. Sowas mag ich halt, keine Ahnung. Ja. Stimmt, so ohne Aufdrucke, so Slogans. Ja, klar. Ja, es ist so klar ist das nicht für andere Leute. Hast du noch was zu deiner Mode zu sagen? Plain Sachen auch ganz gut, ohne groß Logos und so, schlichte Sachen. Da kann man sich auch nicht so, da kann man sich auch bei der Kombination nicht so vergrabbeln. Genau, ja? Eben, das ist einfacher, so. Da kannst du auch einfach mal in den Schrank greifen und das ist, passt schon irgendwie zusammen. Ich bin auch so der Typ, wenn mir ein Pulli oder so gefällt, dann kaufe ich den dann zweimal und dann habe ich das auch ein Jahr und dann ist es auch okay. Vielleicht nochmal in einer anderen Farbe. Aber dann brauche ich ihn auch nicht noch ein zweites Mal anzuprobieren. Das geht dann schneller beim Einkaufen. Das ist auch gut. Nochmal wieder zurück zu eurer Musik. Die klingt ja auch sehr tanzbar. Macht ihr das mit Absicht oder passiert es einfach so? Wollt ihr da, also konkret gefragt, wollt ihr, dass die Leute auf euren Konzerten tanzen oder hättet ihr lieber die Steher? Ja.
Das ist eine gute Frage. Also man plant ja nicht jetzt, wir schreiben jetzt einen Tanzsong. Ja? Das ist, ich glaube, das ergibt sich eher, wenn man an einem neuen Song arbeitet, der gibt einem relativ schnell vor, was er will von einem. Und dann kommt es von selber. Und ich glaube, das ist einfach ein offener Prozess, der schon dadurch vorbestimmt ist, durch das, was wir überhaupt im Grunde machen. Ja? Also da ist ja schon, sind schon Rahmen gesetzt, okay, wir können nur solche Musik machen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es dann verschiedene Ausdrücke. Der eine Song ist halt eher dann nicht tanzbar, der andere wird dann wieder tanzbar. Aber das ist kein Standpunkt, der bevor der Song geschrieben ist, okay, wir schreiben jetzt mal wieder einen tanzbaren Song. Also nein, überhaupt nicht. So nicht. Also, ja. Also Musik ist ja immer, hat ja immer was mit Bewegung zu tun. Also Rhythmus ist halt, der ist halt, ja, das ist Bewegung so. Und entweder fällt er noch mal ein bisschen tanzbarer aus oder ein bisschen ruhiger. Das ist eher irgendwie so, ja. Also beim Großen und Ganzen haben wir schon so eine Affinität zu dieser Körperlichkeit in der Musik. Also auch gerade auch zum Beispiel der Martin, der ja auch aus der elektronischen Tanzmusik kommt, und das kommt dann einfach auch zusammen, ja, und dann tendiert man wahrscheinlich dann eher als andere Bands dann dazu, irgendwie Musik zu machen, die dann am Ende, auf die man sich bewegen kann. Es ist ganz kurz mal, wenn ich noch sagen darf, es ist vielleicht gar nicht auch so unbedingt, dass es wirklich aufs Tanzen ankommt. Ich meine, die Musik, die wir lieben, ich weiß nicht, ist Kraftwerk tanzbar? Also das ist so, das, weißt du, ich glaube, das ist nicht, dass man das Musik halt macht, dass man, ja, klar, aber ich glaube, dieser tanzbare Aspekt steht nicht im Vordergrund, wenn man einen Song schreibt. Man findet einfach diese Musik genial, wie jetzt, ich weiß nicht, Trans Europe Express ist jetzt kein Song, der jetzt per se tanzbar ist, aber er ist theoretisch tanzbar, ja, aber er kann nicht darauf reduziert werden, ja. Ich glaube, da geht es dann auch eher so um die Struktur, also, was weiß ich, dass man dieses Repetitive hat oder sowas. Ich glaube gar nicht, dass es dann, genau wie du schon gesagt hast, dass es eigentlich ums Tanzbare an sich geht, sondern das ist dann irgendwie auch das Ergebnis. Also es ist dann auch eher, dass man, weiß ich nicht, so von seinen Einflüssen, was man alles so toll findet, wenn man das irgendwie verarbeitet, dass dann auch einfach aus diesen Strukturen entsteht, eben dass man repetitive Elemente hat, dass man, weiß ich nicht, auch bewusst auch mal einen Fokus zum Beispiel auf den Rhythmus legt, was ja normalerweise auch gerade in der Popmusik dann eher dann auch, keine Ahnung, wo eher so die Melodien dem Ganzen dann eigentlich eher so ein bisschen so den Lauf abrennen, und dann ist das dann wirklich auch mal, dass man sich dann auch einfach auch mal mit dem Klang irgendwie auch vom Rhythmus beschäftigt, und das trägt dann auch so vielleicht ein bisschen dazu bei, dass es dann, ja, weiß ich nicht, Tanz zum Tanzen irgendwie funktioniert, aber es ist eigentlich nicht so die Intention. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Teil quasi des Interviews. Wir haben das schon mal mit einem Interviewpartner gespielt. Es heißt das Entweder-Oder-Spiel. Okay. Ich sage euch jetzt immer zwei Sachen und ihr müsst euch für eine Möglichkeit quasi entscheiden. Nö, es darf jeder seine eigene Meinung haben. Ob wir noch als eine Band hier rausgehen nach dem Interview? Also wir fangen an mit Schnaps oder Sojalatte? Schnaps. Schnaps. Schnaps, oder? Gehört sich für eine Band auch wahrscheinlich so. Alles andere wäre jetzt peinlich gewesen. Playboy oder Bibel? Bibel. Also nicht, weil ich christlich bin, aber ich finde es am Ende, glaube ich, doch interessanter. Hat beides für mich eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Gibt's eine Enthaltung? Also, ja, natürlich. Okay, dann wähle ich die Enthaltung. Dann enthalte ich mich auch. Welche Bibel? Aber nicht, glaube ich, finde die Bibel auch spannender. Also so, also wie gesagt, es gibt, ja genau, zum Beispiel die Mao-Bibel, oder es gibt ja auch, keine Ahnung, jeder hat ja so seine persönliche Bibel oder so, es muss ja nicht die Bibel sein. Ja, eine wunderschöne Chagall-Bibel, also da sind wunderschöne Gemälde von Chagall drin, und ja, also die würde ich dann zum Beispiel bevorzugen. Oder sagen wir mal, ich finde die Idee schon interessant, dass man quasi ein Werk hat, von dem man sehr fasziniert ist und sich sehr intensiv damit beschäftigt, ob das jetzt einen religiösen Hintergrund hat, keine Ahnung. Muss nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, ich finde den Gedanken schon interessant, also würde ich mich auch für die Bibel entscheiden. Sehr gut. Detox oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll, dann Detox. Zu viel Rock'n'Roll dann. Ja, Joel hat recht, ja. Ja, sehe ich auch. Ist vernünftig. Also seid ihr nicht so auf diesem ganzen Gesundheitszug mit aufgesprungen? Erst Detox und Roll. Oder vielleicht Detox und Roll. Auch nicht schlecht. Ich bin so die Gesundheitsfanatiker. Okay. Roll ist mein Detox. Ja. Yeah. Das ist mein Spruch. Den merken wir uns. Geld anlegen oder auf die Kacke hauen? Sofort verprassen. Sofort. Auf Kacke. Nicht zu viel Geld haben. Das, was man hat, auf Kacke und Kante und auf alles hauen.
Ja, super. Du auch? Ja. Also habt ihr nicht so einen Schatzmeister bei euch, der irgendwie das Geld zusammenhält? Das wäre eigentlich so meine Rolle, aber das klappt irgendwie trotzdem nie. Also das ist... Ja, das... Nee, also ich würde auch sagen, wir geben das Geld auch direkt wieder aus. Das Sparen klappt nicht. Gut, Risiko oder Parkschein ziehen? Risiko? Nee, schon. Nee, ich ziehe schon Parkscheine, weil ich finde es unmöglich, dass halt die Städte immer voller sind mit viel zu großen Autos. Oh, die sollte schon mittlerweile kriegt Parkschein man noch nicht ziehen. Mal mehr ein Knöllchen an die Fensterscheibe geklebt. Ja. Man kriegt direkt den Brief. Ja. Das ist dann eine schöne Überraschung. Deswegen, also in Offenbach ist es zumindest so, ja, da wo ich herkomme. Ich muss dazu sagen, ich habe meinem Nebenjob muss ich verschiedene Dinge beliefern. Und wenn ich mir da jedes Mal einen Parkschein holen würde, dann... wärst du arm. Verarmt. Deswegen niemals Parkschein. Nicht erwischen lassen. Ansonsten, nicht. Ja. Kommt drauf an. Kommt wahrscheinlich auf die Situation an. Wo genau? Wo du parkst, genau. Ja, genau. Ja. Schweinehaxe oder Sushi? Sushi. Oh, ist doch beides toll, oder? Kommt drauf an. Also wäre es jetzt irgendwie... Würden wir jetzt in München sitzen, würde ich die Schweinehaxe nehmen. Beides schön. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ja, ich denke auch mal so. Also keine Vegetarier unter euch? Leider nicht mehr, nee. Ich bin schwach geworden. Also gibt ja auch so viele. Praktisch gesehen nicht, aber so geistig... Eigentlich würdest du gerne... Joel, das tut den Tieren gut, dass du geistig auf deren Seite. Ja, ich weiß. Ja, nee, halt nicht. Sie spüren das, ich bin mir sicher. Für die Weltszene zuträglich. Es geht ja erstmal um... Joel ist Franzose, er muss einfach. Ja, meine Eltern, wenn ich zu denen zu Besuch bin, dann kann ich da halt natürlich nicht Nein sagen. Deswegen. Ich muss dazu sagen, ich war wirklich lange Vegetarier, bevor ich zur Band gekommen bin. Und das ist dann wirklich eigentlich. Dann ist es wirklich eingerissen. Nein, das ist wirklich, weil du als Musiker, wenn du gerade unterwegs bist, das Essen kommt immer als letztes. Immer. Es gibt so verschiedene Kategorien und dann ist irgendwie, abends noch weggehen. Das ist nach dem Konzert das Wichtigste, danach irgendwie einen Pennplatz finden, ist dann wieder das Wichtigste, als allerletztes irgendwo noch was essen. Und deswegen als Vegetarier hast du dann automatisch irgendwie immer... Also bist du halt wahrscheinlich dann noch ewig auf der Suche, bis du überhaupt was gefunden hast. Bei seiner Statur wird ihm halt ganz schön schwarz vor Augen. Ja, das stimmt. Aber ich war auch nicht, habe auch nicht zugenommen durch Fleischessen. Das liegt in meinen Genen. Sehr gute Verdauung. Ja? komplett blank rasiert oder Pornobalken? Gut, muss ich jetzt nichts sagen, oder? Ist das ab und zu mal weg? Der Rest um den... Ja, manchmal, ja. Ja. Alle zwei Wochen. Ihr beide habt einen Pornobart, das ist interessant. Sogar den gezwirbelten Pornobart. Den von den Parisern in den 20er Jahren. Ja, so ein bisschen Bartwechsel von dir. Hast du die dabei? Nee, leider nicht. Ja, du auch eher? Ja, würdest du auch lieber den Pornobalken stehen lassen, als alles wegzumachen? Ja, wobei, ich glaube, bei mir gibt sich das auch eher dann so ein bisschen so aus der Bequemlichkeit, dass man irgendwie nicht Bock hat, sich jeden Tag zu so rasieren, dann ist das von daher schon okay. Aber ja, nee, wäre okay, also. Ja, auf jeden Fall, das wäre... Für den nächsten Auftritt probierst du das mal aus. Ja, hier in Berlin geht das sowieso an. Ja, ach klar, nee, ach, würde ich meiner Individualistenrolle mal wieder gerecht werden, mein Gott. Aber, ja... Warum nicht? 3 Wochen kein Internet oder 3 Wochen nicht duschen? 3 Wochen kein Internet oder 3 Wochen nicht duschen? Ja, schon 3 Wochen kein Internet. Also 3 Wochen nicht duschen. Das ist kein Problem. Ihr habt so lange nachgedacht. Seid ihr so Leute, die Internet brauchen? Oder? Nee, aber ich meine, unter bestimmten Umständen hätte ich jetzt auch nichts gegen 3 Wochen nicht duschen, wenn ich irgendwo... Also, naja, Joel, wir führen jetzt hier gerade ein Interview, ne? Nur zu naja, ob ich halt... ob ich halt Kontakt noch zu anderen, also zur Außenwelt habe. Ich habe mir gerade vorgestellt, irgendwo halt alleine in der Wildnis zu sein. Da muss ich halt nicht... Da muss ich halt auch nicht... Wenn du irgendwo am Nordpol sitzt, kommst du auch ohne Duschen. Und das ist ja beides so eine Weltflucht, ne? Also 3 Wochen kein Internet oder 3 Wochen, ja, weißt du, deswegen... Da überlegt man sich dann auch, wenn man 3 Wochen nicht geduscht hat, ob man noch in die Öffentlichkeit geht, wahrscheinlich, ja. Dann nur noch mit Internet. Ja. Eine Firewall und sich herummachen einfach irgendwie. Du auch? Ja, man muss mal verzichten. Ja. Ich finde es auch gut. Ich finde es immer so schön, wenn man auch mal im Urlaub ist und auch einfach kein Internet hat. Ich finde es immer so ein bisschen... ja, total. Man wird dann halt wirklich dazu gezwungen und das ist immer wahnsinnig beruhigend irgendwie, weil man nicht dauernd das Gefühl hat, irgendwie, weiß ich nicht, was zu verpassen oder auf irgendwelche Nachrichten zu hören, weil ich finde es super.
Und ja. Es ist sehr schön, wenn einem wirklich dann auch mal so jemand die Entscheidung abnimmt oder wenn die Entscheidung wirklich seine E-Mails zu checken auch einfach abgenommen wird, weil es einfach kein Internet gibt. Ich finde solche Momente immer super. Ja. Also stresst euch das auch so ein bisschen, dieses Ganze, dass man immer erreichbar ist und so? Ja, schon. Es ist ja ein zweischneidiges Schwert als Band, weil du einerseits natürlich das nutzt und auch darauf angewiesen bist, wohl oder übel, andererseits natürlich das auch sehr nerven kann und jetzt zum Beispiel, als wir diese Aufnahme gemacht haben für die EP, da gab es nichts, kein Internet, nichts. Also das war wirklich noch nicht mal mehr richtige Heizung, da gab es nur Holzöfen. Also das ist dann, glaube ich, auch schon wichtig im kreativen Prozess, man auch mal wirklich sagt, okay, nee, jetzt mal wirklich. Ja, man kann auch viel besser arbeiten einfach, also weil man auch mal wirklich so, ja total, also das war eh, wo wir da aufgenommen haben in der Rhön, das war halt auch so total abseits und da gibt es nichts und das ist wunderbar, man ist nicht abgelenkt, man kann sich wirklich so den ganzen Tag irgendwie dann darauf konzentrieren und das ist... selber kochen oder Lieferheld? Lieferheld. What? Du kannst kochen. Boah, er kocht so unfassbar gut. Ja, schon. Ja. Ich koche die schon, beiden ja. Hier, die sind absolut. Dann braucht ihr gar keinen Lieferheld im Kochen. Verrat ja. Verrat mal deinen Liebsten für euch. Er hat, wie wir unser Video gedreht haben, hat er für uns, wir haben so mitgeholfen und er hat so wunderschön gekocht. Unfassbar gut. Eine Eigenkreation. Was war das? Gnocchis? Gnocchi mit Gorgonzola. Dattelsoße. Das kochst du denn hier? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich. Ich habe zwei Dosen mitgebracht. Das ist wirklich, also die Datteln, die machen es echt aus. Also das ja, ich meine, ich finde auch Datteln ganz geil, wenn man die irgendwann mit Sahnesoße, Datteln, das ist geil. Ja. Du kannst ich versuche es zumindest. Ich versuche es zumindest, ja. Nee, aber, Dankeschön. Ja, nee, freut mich. Nee, Quatsch, aber ich bin überhaupt nicht der Besteller, nie. Also selbst wenn ich irgendwie nichts im Kühlschrank habe oder so, dann... keine Ahnung, ich auch lieber ein Butterbrot, aber ich bin überhaupt nicht der Besteller so. Ja. Man ist auch häufig einfach enttäuscht, wenn es jetzt nicht gerade die Pizza ist. Ja, nee, und das ist dann, wenn ich Hunger habe, dann will ich dann auch sofort was haben. Ich meine, keine Ahnung, also wenn ich was im Kühlschrank habe, dann und ich habe die Zeit, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, aber bestellen, das ist so, ach, irgendwie, nee. Man wartet auch immer so lange, ja, ne? Das ja, ist dann so. Eben genau, und dann ist es meistens dann auch so halb kalt und so, und ach nee, das ist nichts für mich. Sehr gut, löblich. Vollrausch oder Fahrer spielen? Zwangsweise muss ja mal, wenn man so gerade so als Band unterwegs ist, immer der Fahrer spielen, das bin oft ich, aber ansonsten dann schon auch mal Vollrausch. Ja, er nimmt es mir immer ab, ich bin sehr dankbar, ich kann immer den Vollrausch genießen. Ab heute nicht mehr. Du dann auch, wenn er fährt, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Genau. Bei mir auch, ja. Sport oder lieber auf dem Sofa gammeln? Ganz klar für Sofa gammeln. Nee, beides nicht. Ich finde Sofa gammeln auch irgendwie, weiß nicht... Nee, ist beides auch nicht schön, aber auch nicht schön. Nee, Bettgammeln, das geht. Bettgammeln geht, aber also ich finde, Sofa hat sowas. Also ich vermisse, manchmal vermisse ich das Sport machen. Also ich habe es auch schon, es gibt da so einen Cut, also seitdem ich irgendwie angefangen habe, wirklich Musik zu machen, habe ich den Sport total vernachlässigt. Wie bei mir mit dem Vegetarier. Ja, manchmal, wenn ich mit euch unterwegs bin, dann denke ich mir mal... Tut euch gegenseitig nicht so gut. Also das ist natürlich schon Spaß. Man könnte auch so argumentieren, dass das Musikmachen wieder Sport ist, weil du den ganzen Mist durch die Gegend schleppen musst. So. Also. Ja. Was haben die bei BBC irgendwie gesagt vorhin? Da haben die doch irgendwie gesagt, dass so ein oder nee, bei Flux FM irgendwie, dass so ein Schlagzeug irgendwie 100 Kilo wiegt. So. Ja, das wusste ich auch gar nicht so. Das ist schön zu sagen mit den Worten von Benno Herz, einem befreundeten Band von uns, Octalog. Und der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hatte, ja, Bands eigentlich nichts anderes als Scheiße von A nach B zu tragen, sich dabei zu betrinken. Das trifft es auf den Punkt, ja. Also du urinierst Körper, aber den Geist, das gleicht das aus, was es an Körper kaputt macht, sozusagen. Ja, und Sofa macht dann natürlich Geist und Körper kaputt, also klare Sache. Dann lieber Musik. Ja, dann lieber Musik als Sport. Ja. Spruch, wer seine Jogginghose anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, es war Karl Lagerfeld, ja, stimmt. Ja, ganz genau. Das passt. Ja, ja, super, dann sind wir quasi schon am Ende mit dem netten Gespräch hier. Ihr dürft gerne noch sagen, was als nächstes bei euch ansteht. Wir spielen übermorgen im Magnet in Berlin. Das weiß ich selber nicht so genau. Entweder spielen sie übermorgen im Magnet oder sie haben schon übermorgen im Magnet gespielt. Also. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Wir werden im Magnet gespielt haben hier in Berlin. Nee, was steht an? Nächste Platte.
ja. Arbeitet ihr schon fleißig? Ja. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wünsche viel Erfolg und viel Spaß am Freitag. Vielleicht sieht man sich. Und ja, das war's. Danke. Tschüss.